willkommen zurück bei Skyrim. Im letzten Part wurden wir von irgendwas ganz böse getroffen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder dahin kommen, wo wir hinwollen. Und da ich inzwischen weiß, wie ich problemlos aus größerer Höhe hinunterfallen kann, ohne dass etwas passiert, werden wir da auch leicht wieder hinkommen. Heim! Sich! Zack! Tschüss. So. Erstmal wieder den anderen Schrei. Jetzt noch mal gucken, was hier los war. Was ist das denn? Chemie verbessert. Ja, super. Ausgetrickst, so. Das Schiff. War das vorher? Hin müssen, das liegt hier irgendwo. Oh. Ja, bevor wir jetzt abstürzen und die Wölfe sich freuen, heim, zieh! Machen wir das doch hoch lieber so. Da kommt er, wenn du nicht raus. Oha. Oha, Schneebären. Schneebärenpelz, nehmen wir mal mit. Irgendwo ist hier noch was. Da kommt. Oha. Eben heilen. Komm her, wenn du dich traust. Na gut, wenn die ja stehen bleiben. Ich glaube, ich brauche hierfür nicht erstmal wieder ein Schild.
könnt euch vor mir nicht verstecken. Hey. Was für ein Fritz schießt denn da? Aua. Aua. Alter! Boah, danke! Dass die Bandenführer alle so gepanzert sind. Ups. Auf Wiedersehen. Hihi. Blöder Vogel. Ja, die haben wir jetzt schon so oft. Schauen wir mal. Es muss ja irgendwo hier drin sein. Tagebuch. Können wir auch mal bei Gelegenheit lesen. Dann scheint das mich auch von der anderen Seite da drauf. Okay. Aha. Hier kommt man nicht hoch. Gut. Falle ausgelöst, aber ist nichts passiert. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die sieht cool aus, nehmen wir mal mit. So, der nächste soll auch eintreten. Haha. Ist gemein, oder? Egal. So, wir gehen mal eben dahin zurück. Überbringen den Helm. Mal schauen, wie viel wir dafür bekommen. Habt ihr euch verlaufen? Nein. Wo ist er denn? Hallo. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Papa sagt, dass Leute wie ihr der Grund seid, dass hier niemand mehr wohnt. Jetzt schläft er, das heißt es. Warten wir mal ganz kurz. Hallo. Es ist mir egal, wie viele Akademien Sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Ja, genau. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Ach ja. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Okay, es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Cool. Haben wir auch schon. Haha. Das ist ja geil. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Winterfeste. Diese Waffe aus meiner Waffenkammer soll euch als Zeichen eures Amtes dienen. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen schließlich nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Klinge von Winterfeste hinzugefügt.
Das ist ja geil. Ja. Mal ebenso. Na? Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Hallo. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Okay. Und du? Was bist du für einer? Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja, toll. Ich? Nichts. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Der Jarl glaubt, ich hätte Verbindungen zur Akademie und schont mich daher. Möchtet ihr mir vielleicht dabei helfen, den Schein zu wahren? Der alte Nelakar bewahrt einen Zauberstab in seinem Zimmer im frostigen Feuer auf. Der Stab wäre eine hilfreiche Requisite, falls der Jarl sich fragt, ob ich tatsächlich Kontakt zur Akademie habe. Ich werde für euch besorgen. Danke. Ich werde darauf warten. Warum machen... Passt auf euch auf. Warum machen wir so einen Scheiß eigentlich? Oha. Golderz haben wir, Mammut haben wir. Ich glaube, wir haben jetzt einen makellosen Saphir, das ist das Problem. Da ich die beiden kleineren Dinger da im Moment eh nicht finde, ich werde die nochmal absuchen, das mache ich dann auf Spoof, denke ich mal. Werde ich mal gucken, wo die sind. Gehen wir mal eben nach Hause und ziehen wieder unsere ordentliche Rüstung an. Guten Tag. So, die Rüstung kommt mal eben wieder hier rein. Die Kleidung. Die legen wir erstmal ab. Die legen wir ab. Vergessen, die Tür zuzumachen. Okay, dann raus hier. Wo sollen wir hin? Ich soll, wir klauen was aus unserer eigenen Akademie. Herzlichen Glückwunsch. Das kann ja lustig werden. Hä? Nackig! Nackig, nackig, nackig! Ups! Danke! Schauen wir es doch nicht aus der Akademie. Das können wir heute nicht klauen, der hat es doch gesehen. Ich rede mal mit ihm. Hallo. Es gibt im Leben nur wenige so große Freuden wie eure Gesellschaft. Ach, der war das. Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das hat er doch nicht gemerkt, wie? Ja. Na egal. Kann ich euch helfen? Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen
Der dürfte sich als nützlich erweisen. Hier, ich zeige euch ein paar Tricks, wie man adeligen Honig ums Maul schmiert. Aha, ja, Redekunst verbessert. Das dachte ich mir. So, hast du noch was? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gut. Kopfgeld hinzugefügt hier auch. Das heißt, dann werden wir das... Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Schnauze. Wo ist das denn? Wir sind hier. Und wir müssen nach... Hier? Schon wieder? Da waren wir auch gar nicht. Nehmen wir von da darüber. Ach ja. Alter, dass ich die Städte da nicht wiederfinde. So, jetzt irgendwann werde ich die schon finden. Hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen, aber egal, wir hauen einfach mal ab. Ups. Die wollen wir mal lieber nicht stören. So. Zack. Ist hier jemand? Hier? Keiner da. Okay, ist hier irgendwas? Tagebuch des Fischers. Nehmen wir mal mit. Da waren ganz viele rote Punkte gerade. Dass wir nicht unter das Eis geraten. Bis hierher und nicht weiter. Was? Leben kommt ihr hier nicht raus. Drachenblut. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh. Tja, das war wohl nichts. Tja, na gut, dann würde ich mal sagen, auf ein neues. Ach, sind wir wieder hier? Ich sollte wirklich öfter speichern. Eigentlich haben wir es doch entdeckt, wir waren ja schon da.
Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen es doch im nächsten Part. Ich sage erstmal bis dann und ciao.